Am Sonntag, kurz nach 13 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Westerland alarmiert. Aus dem Dach eines Ferienhauses in Westerland trat schwarzer Rauch aus. Die Feuerwehr öffnete die unbewohnte Wohnung und löschte das Feuer in der oberen Etage rasch ab. Eine Lampe war dort in Brand geraten. Auch das DRK und die Polizei waren vor Ort. Der Umfang des Schadens und die Höhe sind zurzeit noch nicht ermittelt. Personen wurden nicht verletzt.